Wenn A und M teilerfremd sind, gibt es dieses X. Das heißt jetzt, wenn Sie sich ein ZM hernehmen, ohne die Null, nehmen wir mal Z8 her. Für welche Elemente aus Z8 ohne 0 gibt es ein inverses Element bezüglich der Multiplikation? Ja? 1, 3, 5. Richtig. Das sind diejenigen Elemente, die teilerfremd sind zu 8. Und für alle Elemente, die teilerfremd sind zu 8, gibt es ein inverses Element. Wenn Sie Z7 hernehmen, für welche Elemente aus Z7 ohne der 0 gibt es ein inverses Element? Ja? Für alle, weil die 7 ja nicht erreicht werden kann. Es gibt ja keine Restklasse, die ja dann wieder 0 wird. Die haben wir ausgeschlossen. Nochmal. Können Sie es nochmal wiederholen? Nein. Es gibt für, ja, also, die Restklasse von 7, ja? Das gleiche ist kongruent zur Restklasse 0, die haben wir ausgeschlossen und für alle anderen Elemente existiert ein inverses, weil diese Primzahl der Teilerfremd ist. Ja, genau, das ist das Argument. Für alle Elemente außer der 0 gibt es ein inverses Element, weil jedes Element aus Z7, wenn man die 0 mal ausnimmt, teilerfremd ist zu 7, weil die 7 eine Primzahl ist. Wenn M eine Primzahl ist, dann ist jedes Element aus Zm außer der 0 teilerfremd zu M. Jedes Element, das kleiner einer Primzahl ist, ist teilerfremd zu dieser Primzahl. Geht gar nicht anders. Na? Das bedeutet, Zm ohne die 0 muss ich mal ausnehmen, mit der Multiplikation ist eine Gruppe genau dann, wenn M Primzahl ist. Streng genommen muss man jetzt nochmal die einzelnen Axiome überprüfen. Abgeschlossenheit, ist es denn überhaupt abgeschlossen? Ne? Wenn ich zwei Elemente aus Zm nehme ohne die 0, ist dann die Multiplikation überhaupt abgeschlossen? Ja, kann man zeigen, ja, dass die... Wenn m eine Primzahl ist, das ist die Voraussetzung, kann kein Element, das kleiner ist als m, es gibt kein weiteres Element, das multipliziert an dieses Element dann die 0 ergibt. Ja, ansonsten wäre sozusagen, gäbe es einen gemeinsamen Teiler der Primzahl und von diesem m. Die Assoziativität gilt genauso. Das Neutralelement der Multiplikation ist weiterhin hier drin, die 1. Und wir haben jetzt gezeigt, es existiert auch zu jedem Element aus dieser Menge ein inverses Element, weil diese Elemente teilerfremd sind zu M. Damit können wir eine weitere algebraische Struktur einführen. Das ist jetzt auch die letzte, die wir einführen. Der Körper. Eine Struktur
nennen wir es mal Menge K mit zwei Operationen. Eine Struktur, eine Menge, wieder eine Trägermenge K und zwei Operationen, Addition und Multiplikation. Wie formuliere ich das? Ja, kann man schon sagen, mit mindestens zwei Elementen. Also K hat mindestens zwei Elemente. Ja. Da spielt man sozusagen darauf an, dass auf jeden Fall zwei Elemente existieren müssen, nämlich das Neutralelement der Addition, die 0, und das Neutralelement der Multiplikation, die 1. Heißt, Körper genau dann, wenn die folgenden Axiome erfüllt sind. Erstens, wenn ich K nehme mit der Addition, dann ist K wie beim Ring eine kommutative Gruppe. Das Problem hatten wir bei unseren Restklassenmengen ja nicht gehabt, ne? Das waren sowieso alles kommutative Gruppen. So, zweitens, jetzt schließe ich aus K mal explizit das Neutralelement der Addition aus, weil das immer Probleme bereitet, ja, bei der Multiplikation. K ohne die 0 mit der Multiplikation ist ebenfalls kommutative Gruppe. Und drittens, es gilt das Distributivgesetz wie bei dem Ring. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal extra hin. K bezüglich der Addition ist eine kommutative Gruppe. K bezüglich der Multiplikation ist eine kommutative Gruppe, wenn man die 0 ausnimmt. Und das Distributivgesetz gilt. Dann handelt es sich um einen Körper. Die algebraische Struktur heißt Körper. Das dürfen Sie jetzt nicht unbedingt verwechseln mit geometrischen Körpern. Das ist ein anderer Körper. Ja? Okay, so. Das heißt, wir können jetzt festhalten mit den Überlegungen, die wir hier haben und mit den bisherigen Überlegungen. Wenn ich Zm ganz allgemein betrachte, Zm mit der Addition oder Multiplikation, dann habe ich auf jeden Fall mal einen kommutativen Ring mit 1 Element. Wenn Zm, wenn m eine Primzahl ist, dann habe ich sogar einen Körper. Weil dann nämlich k ohne die 0 oder Zm ohne die 0 mit der Multiplikation eine kommutative Gruppe ist. Zm mit der Restklassenaddition und der Restklassenmultiplikation ist ein Körper, genau dann, wenn M eine Primzahl ist. So. Ja? Nein. Achso, Entschuldigung, das ist natürlich, das gehört nicht zur Definition dazu. Das ist jetzt einfach, die Definition endet hier, ne? So.
Das ist ein Satz, den man beweisen kann. Letztlich haben wir das bewiesen. Ne? Also diese ganzen Axiome haben wir bewiesen, die notwendig sind, um zu behaupten, dass Zm mit der Addition oder Multiplikation ein Körper ist, genau dann, wenn M eine Primzahl ist. Das haben wir alles vorher bewiesen, das ist sozusagen das Resultat. Ja. Gut. Jetzt brauche ich wieder eine kleine Pause, um die Tafel zu wischen. In dieser Zeit können Sie sich mal überlegen, wenn sich mal die Zahlmengen, natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen und reelle Zahlen hernehmen, welche von diesen Mengen gemeinsam mit der normalen Addition, normalen Multiplikation in natürlichen Zahlen, ganzen Zahlen, rationalen und reellen Zahlen sind denn Körper? Ja, natürliche Zahlen, ganze Zahlen, rationale Zahlen, reelle Zahlen, zusammen mit der Addition und Multiplikation, welche davon sind Körper, welche nicht? Was meinen Sie, welche Zahlenmengen mit der Addition und der Multiplikation sind ein Körper und welche sind keine und warum? Wie sieht es mit den natürlichen Zahlen aus und Addition und Multiplikation zusammen? Ist das ein Körper? Ja? Nein, weil er die Logik keine Kinder. Genau. Wir hatten schon festgestellt, die natürlichen Zahlen mit der Addition sind keine Gruppe. Also natürlichen Zahlen mit der Addition ist schon keine Gruppe. Ne? Es gibt bei den natürlichen Zahlen zu einem Element in der Regel kein inverses Element. So dass die 0 rauskommt bei der Addition. Wie sieht es bei den ganzen Zahlen aus? Da schütteln Sie auch den Kopf, oder Sie, ja? Hm? Genau. Es gibt keine Inversen bezüglich der Multiplikation. Z mit der Multiplikation ist keine Gruppe. Bezüglich der Addition ist es zwar eine, aber nicht bezüglich der Multiplikation. Wenn Sie in Z, in den ganzen Zahlen, nehmen wir mal die 3, jetzt brauchen Sie ein Element, das Sie an die 3 ranmultiplizieren, sodass 1 rauskommt. Gibt es nicht. Ne? Das gibt es erst in den rationalen Zahlen. Deswegen ist es sozusagen, es sind die ganzen Zahlen mit der Addition und der Subtraktion, mit der Addition und der Multiplikation ein Ring. Deswegen spricht man auch von dem Ring der ganzen Zahlen. Die rationalen Zahlen sind zum ersten Mal, wenn Sie die Zahlbereichserweiterung machen, ein Körper. Weil es auch zu den Elementen multiplikative Inverse gibt. 3 mal 1/3 ist 1. Ja? Und die reellen Zahlen genauso. Die reellen Zahlen sind auch ein Körper. Okay. So. Jetzt beginnen wir ein neues Thema.